Das nächste Bundesland hat uns vereinnahmt. Und jetzt sind wir in Sachsen-Anhalt. Sachsen-Anhalt, ja. Wir haben gerade eben schon mal so ein bisschen im Vorgespräch darüber gesprochen. Neben mir sitzt nämlich Markus Brause. Er ist der Marketingchef der Halberstädter Würstchen. Und mittlerweile 30 Jahre gibt es diese Firma hier auf der Grünen Woche. Und wir sind jetzt in Sachsen-Anhalt. Und naja, was soll ich Ihnen sagen? Sachsen-Anhalt, Lutherstadt, Beethoven und. Aber das Beste natürlich an Sachsen-Anhalt ist das Produkt, das gerade vor uns steht. Wenn Sie es noch nicht probiert haben, sollte es bringen. Und zwar Halberstädter Würstchen. Weil, lieber Markus, wir kennen uns mittlerweile auch schon geschlagene 10 Jahre. Ne? Genau. Und was ist das Besondere an Halberstädter Würstchen? Warum soll ich jetzt die nehmen und nicht die Frankfurter oder Eberswalder oder wie sie alle heißen? Das ist die einzigartige handwerkliche Herstellung, das ist der einzigartige Kaminrauch, die besondere Bekömmlichkeit und eben diese Rauchnote, die man rausschmeckt, wo kein anderes Würstchen diesen Charakter entwickelt. Wie lange hängen die denn im Kamin? 3 Jahre, 4 Jahre oder ein bisschen weniger? Also die hängen, so lange hängen sie nicht. Sie durchlaufen durch Rauchkurven gesteuerte, besondere Rauchfunktion und dadurch bekommen sie diese besondere Note und werden dann noch 24 bis 36 Stunden reifen sie. Das ist auch das Besondere, die Reifung. Man hat mich gerade gestern gefragt, als ich hier am Stand vorbeigegangen bin, oder haben sich zwei nette Herrschaften unterhalten und gesagt, ja, in welchem Darm sind denn das oder was für ein Darm ist denn das? Also wir haben zwei Darmarten, das ist einmal der Schweinedarm für die Bockwurst und der Seitling, der Schafsdarm, eben für die Wiener. So dass man sagen kann, man kann alles mitessen, es bleibt nichts übrig und es schmeckt ganz wunderbar, wenn man sie richtig heiß macht. Absolutes Naturprodukt. Genau. Und ich habe ja auch mal euren früheren Meister kennengelernt, der noch am Ofen stand. Ne? Wenn der immer Geschichten erzählt, ist schon der komplette Wahnsinn. Aber wie lange gibt es diese Tradition schon? Also die Halberstädter Würstchen gibt es seit über 135 Jahren, seit 1883. Also da warst du noch nicht geboren, aber da gab es schon die Halberstädter Würstchen. Das kann man so sehen, ja. Genau. So, jetzt kommen wir mal zu den Würstchen. Welche verschiedenen Sorten habt ihr? Jetzt, also ich sage mal, das ist ja mehr die Wiener, das ist mehr die Bockwurst. Ihr verkauft die hier auch auf der Grünen Woche zu einem super Preis, darf ich Ihnen sagen. 1 Euro, 1,50 Euro. Aber wie viele Sorten gibt es denn? Wir haben kleinkalibrig, großkalibrig und die ganz kleinen, das sind unsere kleinen Strolche. Die haben im letzten Jahr den kulinarischen Stern für Sachsen-Anhalt bekommen. Das ist ja wunderbar. So, jetzt haben wir aber noch zwei Dosen neben dir stehen und du hast gesagt, das sind eure neuen Geschichten. Und zwar lese ich Klopse Königsberger Art. Das heißt also, für den Junggesellen, der mittags mal sagt, ich habe keine Zeit zum Kochen oder abends, der macht dann so eine Dose auf, macht sich noch ein Kartoffelchen dazu und hat ein fertiges Essen. Genau, wir hatten immer schon Teiggerichte, wir hatten immer schon Königsberger Klopse, normale Klopse und wir haben diese Teilfertiggerichte in vollwertige Mahlzeiten umgestellt und haben dort noch Nudeln und Königsberger Klopse mit Kartoffeln dazu genommen. Das sind die Neuprodukte für die Grüne Woche. Genau, aber ihr habt auch noch einen Linseneintopf und was ich alles schon bei euch gegessen habe, ist schon der komplette Wahnsinn. Und jetzt kommt aber die Hauptgeschichte für unsere Zuschauer, wenn sie ganz pfiffig sind. Instagram ist ja was ganz Neues. Was gibt's denn da? Genau, also wir haben auch den Instagram-Kanal jetzt für uns freigeschaltet, wollen dadurch auch neue Produkte für die jüngere Zielgruppe entwickeln, die dort auf den Kanal stellen und haben hier zur Grünen Woche eine Gewinnmöglichkeit für alle Follower, die uns entdecken, die uns begleiten wollen, verlosen wir hier einen schönen, prall gefüllten, riesen Präsentkorb. Ja gut, dann würde ich sagen, ich war schon auf der Seite, ich habe schon gewonnen. Nein, das machen wir nicht, ich habe noch nicht gewonnen. Aber jetzt kommen wir mal noch zum anderen Thema. Würstchen und Fleischprodukte ist ja fertig. Jetzt kommt aber der eine auf die andere Idee und sagt, Mensch, Markus Brause, ich würde dich ja gerne mal besuchen. Wo muss ich denn genau hinkommen? Ihr müsst in die Halle 23b kommen, Stand 146, direkt gegenüber der Bühne. Da findet ihr uns wie vor 11 Jahren heute genauso. Und wenn du jetzt nach der Grünen Woche nicht mehr da bist, liegt hier ein Zettel mit der Adresse, wo man dich hochfindet? Also wir haben einen Internetauftritt, wir haben einen Facebook-Auftritt, jetzt neu auch einen Instagram-Auftritt. Also uns findet man überall. Genau, aber nach Halberstadt auch? In Halberstadt
haben wir natürlich unseren denkmalgeschützten Betrieb und dort findet man uns natürlich. Genau. Und wenn ich jetzt zu dir komme und es ist abends 18.30 Uhr, habt ihr noch auf? Und wenn ich sage übernachten, habt ihr auch eine Übernachtungsmöglichkeit, weil ich bis zum nächsten Tag bleiben will? Also da muss ich sagen, ja, du bist ja sehr gut informiert. Also wir haben ein 4-Sterne-Superior-Wellness-Hotel. Das ist die ehemalige Villa des Firmengründers. Mit Wellness, mit einem eigenen Brauhaus, mit kulinarischen Spezialitäten, unter anderem auch Halberstädter. Und man kann sich rundum wohlfühlen. Genau. Und wenn Sie sagen, das will ich gerne mal erleben, dann können Sie auch noch eine Betriebsführung machen. Deswegen würde ich einfach sagen, eine Mail an Halberstädter schreiben und sagen, ich würde gerne mal eine Betriebsführung machen, ich würde gerne zu Ihnen kommen und dann ist das alles wunderbar. Jawohl, also ich lade jeden ein, gerne mal nach Halberstadt zu kommen, wirklich eine Betriebsführung zu machen, uns zu erleben und wirklich die Einzigartigkeit der Herstellung vor Ort zu erleben. Ja, dann würde ich sagen, haben wir alles gesagt. Sie kommen entweder auf der Grüne Woche hier in der Halle 23 vorbei bei Halberstädter. Sie können gar nicht vorbeilaufen, weil es ist gleich neben der Bühne von unseren lieben Kollegen von Radio Brocken und probieren einfach mal die Würstchen aus. Und wenn Sie dann sagen, ich nehme mir welche mit, gibt es. Es gibt auch wieder dieses Jahr, so schätze ich mal, so ein Paket, so eine Tasche, wo ihr alles reinpackt für einen super Sonderpreis. Wir haben super Messepakete, wir haben unsere Bockwürstchen, wir haben Suljanka, wir haben alle Produkte eben zu hervorragenden Messepreisen. Also, dann können Sie zuschlagen. Das Einzige, was Sie mitbringen müssen, ein bisschen Kleingeld, ein bisschen Spaß und ein bisschen Hunger und dann probieren, kaufen und zu Hause. Und dann weiß ich aber schon, Sie werden irgendwann zu Hause ganz weinend sitzen, weil die Würstchen alle sind. Aber dann müssen Sie nach Halberstadt fahren, weil Markus ist dann da und ja, dann komme ich einfach mit und dann kaufen wir zusammen ein. Markus, erstmal vielen Dank. Es ist Feierabend, die Messe hat gerade jetzt eben gerade geschlossen. Der letzte Rundfunkbeitrag ging gerade raus. Wir machen jetzt für den heutigen Tag auch Schluss, aber bleiben Sie dran. Wir sind noch nicht fertig, denn die Messe geht noch 8 Tage und wir wollen Ihnen noch viel, viel präsentieren. Und ich würde sagen, schönen Abend und tschüss.